willkommen bei Data Unity. Im Februar 2020 gab es das erste Power BI Desktop Update des Jahres und das war ziemlich gut. Meine Highlights zeige ich euch jetzt. Ja, zunächst einmal fällt auf, wenn wir Power BI aufmachen, das Design der Leiste hat sich nicht wie im Dezember Update zurückgesetzt. Es ist immer noch modern und es ist auch noch etwas moderner geworden mit dieser schwarzen Leiste oben und yay, auch der Speicherbutton oben, der ist wieder zurück. Man muss nicht in Untermenüs dafür gehen. Ja, das eigentliche Highlight des Releases, das war die inkrementelle Aktualisierung. Die inkrementelle Aktualisierung, die gab es bisher nur in Power BI Premium, also die Möglichkeit, die Daten nicht immer komplett neu zu ziehen, wenn man aktualisiert. Eine wirklich tolle und nützliche Sache, gerade für große Datenquellen. Und ab Februar 2020 gibt es diese Funktion nun auch in Power BI Pro. Ja, das Aktivieren ist nicht ganz intuitiv, weil man verschiedene Schritte durchlaufen muss. Zunächst einmal müssen wir dafür in Power Query gehen. Ja, in Power Query müssen wir zunächst Parameter anlegen. Hier habe ich die schon angelegt, Range Start und Range End. Die müssen auch so heißen, auch inklusive Groß- und Kleinschreibung. Also das sind reservierte Namen, ohne diese funktioniert die inkrementelle Aktualisierung nicht. Ja, der Standardwert ist an sich relativ egal, denn wir aktualisieren ja nachher. Nachdem wir die beiden Parameter angelegt haben, bestätigen wir einmal und im nächsten Schritt geht es dann darum, eine beispielhafte Tabelle hier für die inkrementelle Aktualisierung vorzubereiten. Ich nehme hier zum Beispiel das Belegdatum in der Tabelle meiner Aufträge und da muss ich einen benutzerdefinierten Filter als Datumsfilter hinzufügen. Zwar muss der benutzerdefinierte Filter genau so aussehen, also von Range Start bis vor Range End. Wichtig auch, das Gleich darf nur auf einer Seite stehen, nicht auf beiden. So, und jetzt können wir das Ganze auch ins Frontend übernehmen. Hier aktivieren wir nun die inkrementelle Aktualisierung. Dazu klicken wir auf die Tabelle Auftrag Master, die wir gerade vorgefiltert haben. Und es gibt die Option inkrementelle Aktualisierung. Hier wird dann die inkrementelle Aktualisierung ein- und ausgeschaltet. Wir sehen allerdings oben, dass wir hier eine Warnmeldung haben. Diese Warnmeldung ist wichtig, denn die inkrementelle Aktualisierung funktioniert leider nicht für alle Abfragen. Die inkrementelle Aktualisierung funktioniert nur für datenbankbasierte Datenquellen, also zum Beispiel eine SQL- oder eine Oracle-Datenbank. Für die meisten anderen Datenquellen, also insbesondere auch Web-Datenquellen, wie ich in meinem Beispiel verwende, funktioniert sie nicht, weil die Abfragen gefaltet werden müssen, um die inkrementelle Aktualisierung umzusetzen. Ja, für mehr Infos über das Falten von Abfragen, ich habe mich diesmal auch das erste Mal damit beschäftigt, muss ich zugeben. Da empfehle ich die Seite von Radakat. Da gibt es in dem Blog von den beiden interessante Erklärungen dazu, wie das Falten genau funktioniert. Streng genommen übersetzt man dabei M-Code aus Power Query in SQL-Abfragen. Wenn ihr allgemein Infos zur inkrementellen Aktualisierung haben wollt, die gibt es auf der ganz normalen Microsoft-Doku-Seite. Auch wenn da immer noch Power BI Premium steht, das ist halt nicht ganz aktuell. Zudem habe ich hier noch einen interessanten Blog von Chris Webb gefunden. Der Chris Webb beschreibt, wie man tatsächlich auch Webdatenquellen falten kann. Also nicht datenbankbasierte Datenquellen. Allerdings muss man dafür einen etwas trickreichen Code in M schreiben. Und leider funktioniert das Ganze auch nur bei Webdatenquellen, wo es keine Authentifizierung gibt. Ja, bei Web-APIs, wo man dagegen eine Authentifizierung benötigt, da funktioniert dieser Trick leider nicht, weil es gibt ja diese Authentifizierungsüberprüfung im Power BI Webportal und da würde das Ganze dann fehlschlagen. Dann kann man keine Aktualisierung einstellen. Ja, sehr schade, vielleicht wird Microsoft das auch noch abändern oder zumindest optional machen.
Ja, aber nun zurück zur inkrementellen Aktualisierung. Also man kann die hier einfach aktivieren, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Tabelle auch dafür geeignet wäre. Und dann können wir einstellen, wie viele Jahre zurückliegend die Daten gespeichert werden sollen in Power BI und ja, wie viele Tage zum Beispiel hier immer abgeholt werden bei einer Aktualisierung. Wir können auch sagen, dass die Dateiänderungen dynamisch erkannt werden. Zum Beispiel jetzt an der Spalte Belegdatum. Es muss aber auch nicht dieselbe Spalte sein, die man zum Filtern verwendet. Das ist jetzt nur bei mir das Beispiel. Und man kann auch sagen, dass man nur vollständige Tage aktualisiert, wenn man das möchte. Noch ein Hinweis, wenn man die inkrementelle Aktualisierung aktiviert, das steht auch hier oben im grauen Kasten, dann wird die Datei in Power BI anders gespeichert, also im Webportal, nicht mehr an einem Stück technisch gesehen. Und dadurch kann man diese Datei dann auch nicht mehr herunterladen aus dem Power BI Webportal. Das wird durchaus als Schwäche bezeichnet. Ich sehe es persönlich nicht so, denn ich finde, man hat die Datei nicht aus dem Portal herunterzuladen als Enduser, sondern eine ordentliche Versionierung in einem DMS, das gehört sowieso dazu. Und die Versionierung gehört nicht in ein Power BI Portal. Also das Runterladen kann man von mir aus zum Beispiel auch gerne sowieso ausmachen, aber natürlich auch wie immer Geschmackssache. Kommen wir nun zu einem weiteren Feature, was schon länger erwartet wurde. Es gibt jetzt die Möglichkeit, einen hierarchischen Filter zu nutzen, ohne ein Custom Visual dafür zu verwenden, also der ganz normale Filter, den wir bisher kannten. Der kann jetzt auch hierarchisch genutzt werden. Ich habe hier zum Beispiel den Produktfilter und daneben die Produktgruppen. Ich kann aber auch jetzt die Produktgruppe einfach in denselben Filter mit integrieren. Und jetzt sieht der Filter erstmal kaum anders aus, aber wenn wir ihn aufklappen, dann sehen wir, aha, wir haben hier bestimmte Unterpunkte, also wie man es von solchen hierarchischen Filtern gewohnt ist. Also sieht nicht großartig anders aus als das Custom Visual. Ich finde immer so, diese mehrstufigen Filter, die sind als Liste immer besser als Dropdown. Also würde ich persönlich dann eher so nutzen. Ja, das finde ich jetzt etwas intuitiver, wenn man so den Filter nutzt. Auf jeden Fall könnte man jetzt auf diesen anderen Slicer Produktgruppe verzichten. Was ich immer noch vermisse, ist natürlich die Volltextsuche. Also Microsoft, als nächstes bitte das noch in den Standardfilter am besten ergänzen. Dann brauchen wir auch da kein Custom Visual und wir wissen ja, dass es geht, denn in der Filterleiste funktioniert das ja auch. Des Weiteren gibt es auch zwei neue DAX-Funktionen, First Not Blank Value und Last Not Blank Value. Die zeige ich natürlich auch gerne anhand von meinen Aufträgen. Ja, First Not Blank Value sieht genauso aus wie die bisher bekannte Funktion First Not Blank. Also wenn ich die beiden jetzt so ansehe, dann gehe ich einfach nach dem ersten Belegdatum und will die Anzahl der Aufträge da auswerten. Ja, was ist nun genau der Unterschied? Bei der bisherigen Funktion First Not Blank, die blende ich mal ein, da kriegen wir das Datum zurück. Also tatsächlich das erste Datum, was hier in dieser Tabelle vorhanden ist. Bei der zweiten Funktion, der First Not Blank Value, da bekommen wir den Wert des Measures zurück, was hinten steht. Also im Grunde kann man es an der Funktion auch sehr gut ablesen. Also so wie die aufgebaut ist, die bisherige Funktion hätte das Datum geliefert, für das das Measure nicht leer ist, und die zweite Funktion liefert den Wert des Measures. Das macht jetzt für eine Anzahl von Zeilen natürlich wenig Sinn mit der 1, aber wenn man bedenkt, zum Beispiel auch Summen und komplexe Berechnungen darüber zu fahren, ist das auf jeden Fall ein Fortschritt und komfortabler als der bisherige analog mögliche Weg natürlich über die Funktion Filter, Tabellen zu filtern und dann Measures darauf basieren zu lassen. Also das sorgt hier für schlankeren Code und einfachere Verwendung. Genauso auch Last Not Blank Value funktioniert absolut gleich.
Und die letzte Änderung, die ich erwähnen möchte, die erwartet uns wieder in Power Query. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, die Diagnose, also die Performance-Analyse zu starten, ohne Administratorrechte lokal zu haben. Ja, mich hat schon dieser Zwang zum Administratorbenutzer davon abgehalten, diese Funktion oft und auch mal spontan zu nutzen, obwohl sie nützlich war. Und jetzt als normaler Benutzer kann ich eben mal spontan schauen, ja, welche Power Query Auswertungen eben etwas länger brauchen und warum. Sehr schöne Änderung. Ja, das waren auch meine Highlights vom Power BI Update im Februar 2020. Also das Jahr ist auf jeden Fall super gestartet. Ich freue mich schon auf das nächste Update und ein tolles Jahr mit Power BI und sehr vielen Daten. Bis zum nächsten Mal.